Ich heiße Alexei Wanzel und ich bin Schauspieler. Ich habe gerade von der Aktion Alles dicht machen gehört und möchte meine Kollegen und Kolleginnen unterstützen. Ich mache es nicht, weil ich das für richtig halte, was sie sagen, und ich mache es nicht, weil ich das für falsch halte. Ich finde diese Aktion mutig und bin der Meinung, dass jede mutige Aktion unterstützungswert ist. Wenn ich jetzt sehe, wie viel Kritik, um nicht zu sagen Hetze, meine Kollegen erfahren, nur weil sie sich erlaubt haben, ihre Meinung zu äußern, muss ich an die Gründe denken, warum ich seit 20 Jahren in diesem Lande lebe und arbeite. Ich bin nach Deutschland wegen Freiheit gekommen und Freiheit ist immer noch der einzige Grund, der mich hier hält. Liebe Hetzer, liebe Gleichgesinnte, hört bitte auf, in diesen Kategorien zu denken. Wir sind alle Menschen und wir haben es alle verdient, Fehler machen zu dürfen und trotzdem ruhig und vernünftig angehört zu werden. Ich habe das Gefühl, wir befinden uns gerade in einer Situation, wo unsere Freiheit bedroht ist. Ich mache niemanden schuld daran. Es ist eine Krisensituation. In der Krise kommen Emotionen hoch. Ich wiederhole mich. Wir sind alle Menschen. Es wird heute sehr viel darüber diskutiert, wo eine legitime Meinung endet und eine verbrecherliche, die nicht mehr für eine Meinung gehalten wird, beginnt. Ihr Lieben, wenn jemand hier der Meinung ist, ich sei kein Mensch, weil ich ein Jude bin oder weil ich homosexuell bin oder weil ich Ausländer bin oder Künstler oder es ist eure legitime Meinung und ich bin bereit, diese Meinung zu akzeptieren. Wenn jemand von euch der Meinung ist, ich soll deshalb des Landes verwiesen werden, ist es auch eure legitime Meinung und ich bin auch bereit, diese Meinung zu akzeptieren. Schließlich, wenn jemand von euch der Meinung ist, ich soll deshalb getötet werden oder vielleicht soll mir mein Beruf verboten werden, weil ich das jetzt gerade sage, ist es auch eure Meinung und auch jetzt bin ich bereit, diese Meinung als eine legitime Meinung zu akzeptieren. Das Einzige, was für mich nicht legitim ist, ist, wenn ich jetzt sehe oder nicht jetzt, dass jemand mit einem blanken Messer auf mich zurennt. Vielen Dank für euer Verständnis.